Mein Name ist Florian Kalf. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu diesem VW Samba-Bus. Was macht den jetzt besonders? Was ist überhaupt ein Samba-Bus? Dazu muss man wissen, der eigentliche VW-Bus, der T1 mit dieser geteilten Frontscheibe, erscheint im März 1950 auf dem Markt und zunächst mal natürlich als geschlossener Kastenwagen und als einfacher Fensterbus. Da war von Samba-Bus noch gar nicht die Rede. Ein Jahr später, zur ersten Nachkriegs-IAA hier in Frankfurt, hier in diesem Messehallen, da macht Volkswagen einen großen Stand. Der ist bis heute legendär, mit einem eigenen Architekt. Und da haben die Volkswagen-Leute hinter dem Rücken ihres Chefs Heinrich Nordhoff dieses Ding hier konstruiert. Nämlich einen Bus mit Dachfenstern dran, einen Bus mit Schiebedach, einen Bus mit großen Eckfenstern, mit Chromzierleisten, ein Luxusgerät sondergleichen, für das es in Deutschland überhaupt keinen Markt gab. Man muss sich vorstellen, dieses Auto stand in der Preisliste für knapp 9.000 D-Mark. Zum Vergleich, ein Käfer Cabrio kostete 6.000 Mark. Und das war schon unerschwinglich für die Deutschen damals. Warum hat man das dann gemacht? Ganz klar, man hatte den Export im Blick. Und der VW-Chef kam an den Stand hier in den Messehallen in Frankfurt, sah dieses Ding, was seine Leute hinter seinem Rücken konstruiert hatten, und er fand super, weil er hat direkt gesehen, das kann ich in den USA prima verkaufen. Das Problem war, es gab überhaupt keine Fertigungskapazitäten. In Wolfsburg lag noch viel in Schutt und Asche. Man hatte weder genügend Blech noch genügend Werkzeuge. Es gab überhaupt nicht die Möglichkeit, dieses Auto in einer nennenswerten Serie zu produzieren. Das heißt, im Jahr 1951 sind diese Samba-Busse, die hießen noch nicht Samba-Busse, damals sprach man von einem 8-Sitzer-Sondermodell. Wunderbares deutsches Wort. Die hat man in der Prototypenabteilung von VW von Hand aus regulären Bussen umgebaut. Und das hier ist ein 51er Samba-Bus. Und auch der wurde in der Prototypenabteilung von VW gebaut. Und der Gag war, man konnte ihn überhaupt nicht kaufen 1951. Er wurde abgegeben, heute würde man sagen, an große Influencer. Das heißt an Hotelketten, an Flughäfen, an große VW-Händler, die damit Promotion gemacht haben für ein Auto, was man noch gar nicht kaufen konnte. Das konnte man erst ab 1952 kaufen. Dieser Bus hier im Speziellen ging an das große VW-Autohaus Fleischhauer, was es heute noch gibt, in Köln und diente dort zu Promotion-Zwecken. Die haben da reiche Leute eingeladen, Leute, die potenziell für so ein Auto in Frage kamen, und die haben damit Türchen gemacht in die Eifel zum Nürburgring und haben das Kaufinteresse damit angeheizt. Und ab Januar 52 konnte man das Auto dann kaufen. Dieser Bus hier hat dann sehr schnell an Wert verloren, weil die Entwicklung bei VW weiterging. Der hier hat noch ein unsynchronisiertes Getriebe, er hat einen asthmatischen 24 PS Motor. Das wird alles natürlich im Laufe der Zeit verbessert, sodass dieses Auto sehr schnell sehr alt aussah. Schon 1959 ist dieser Bus in der Eifel in einem Waldstück einfach entsorgt worden. Damals nicht unüblich, dass man alte Autos einfach in die Botanik geworfen hat. Und im Jahr 2017, im Mai, ist der Bus dann gefunden worden. Der war schon komplett überwuchert von Vegetation. Es war nicht allzu viel davon übrig. Und wir haben diesen Bus dann über 5 Jahre restauriert mit vielen Freunden in ganz Europa, die sich jeder in ihrem Fachgebiet an diesem Bus dann ausgetobt haben. Und heute fährt er. Wir haben ihn auf eigener Achse von Bonn nach Frankfurt hier auf die Automechaniker gefahren. Er macht mir sehr viel Freude und ist heute einer von 5 überhaupt nur noch existenten Samba-Bussen aus dem Jahr 1951. Wenn euch das Thema alte Volkswagen interessiert, dann guckt doch mal in unseren Insta-Kanal. Wir haben unter der Marke FEWIP einen netten kleinen Kanal, wo wir jede Woche eine Sendung machen, das heißt die Sendung mit dem Käfer. Und da erzähle ich dann immer was über alte VWs, über die Ersatzteile, über diesen Bus auch und wo man uns finden kann. Wir fahren ja mit dem Auto viele Treffen an und sind in ganz Europa damit in der Saison unterwegs. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen.